Ja, hier stehe ich immer noch und schaue wie so dummen. Jetzt könnte ich ja nach Hause gehen, ne? Genau. Ja, gucken wir mal eben hier. Was ist denn hier los? Das sieht so komisch aus. Ach so, ja, okay. Ja. Alles gut, kein Problem. Was hätten wir denn als nächste Aufgabe? Müssen wir mal schauen. Nein, kein Fuhrpark. So, fahre das Heu ein. Ja, das ist ja immer noch nicht, ne? Tiertransport. Bullen. Okay. Jetzt geht's den Bullen an den Kragen. Gut. Los geht's. Tiere hungern. Da hinten ist er. Geht auch schneller. Ups. Fahre zum Tierhändler. Na los, dann fahren wir mal. Der müsste sein, da oben irgendwo. Ah ja, da ganz oben. Da oben ist er. Schöne große Felder hier, ne? Das hier vor allen Dingen. Kann ich mal loslassen. Das hier. Hier ist ein schönes großes. Das ist schön groß. Die sind auch beide groß. Ich glaube, die zwei werden wir als nächstes kaufen. Wenn es denn möglich ist. Oder wenn es überhaupt möglich ist. Aber wir müssen hier erstmal Geld verdienen. Es ist ja so. Mit der los? Wasser? Aha. Hatten wir schlecht Wetter? Oh, guck mal die Bäume. Guck mal die Bäume, die haben schon alle Blätter verloren. Es sind noch ein paar restlichen dran. Oh, sieht das schön aus. Okay, da haben sie nicht zu viel versprochen, ne? Also das sieht ja wirklich mal geil aus. Mit den ganzen Blättern. Und das ist noch ein halbfertiges Feld. Sehr schön. Ach, der kann nur 30 fahren, weil er die blöde Schippe da dran hat vorne. Ja, toll. Oh, das muss aber schwer kämpfen um deine Kurve hier. Ja, das sieht mal geil aus. Oh. Das haben sie gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Wow. Denkt bitte dran, dass ich die Schippe irgendwann mal abmache. Wenn ihr irgendein Gerät angeschlossen hat, fährt er nur 30. Sonst hätten wir wenigstens auf die Leerfahrten schneller fahren können.
Ja. Irgendwie zeigt er hier die Drehzahlmessung so gar nicht richtig an, ne? Das ist halt auch schon aufgefallen. Spiegel sind korrekt. Obwohl, ich hatte die, glaube ich, auch anders eingestellt. Er könnte auch ein Stück geradeaus fahren. Und dann da hinten rein. Aber hier dieses ist wahrscheinlich 10 cm näher. Das ist egal. Ist doch nicht. Ist doch nicht schlimm. So, das mit den Bullen ist auch so ein lustiges Ding. Das habe ich dann rausgefunden. Ja, hier ist auch Ausfahrt, nicht Einfahrt. Na klasse. Öffne das Tiermenü, F1. Fährt er denn hin? Nein, du bleibst jetzt erstmal stehen hier. So. Tiermenü. Da ist das Tiermenü. Sorte nach Preis. Absteigend. Nicht aufsteigen. Vierhundertvierzig, 420, so 200 kaufen. Weiter. Kaufe 5 Bullen. 2, 3, 4. 5. Dann schauen wir mal. Ah. Beladen, Start. Ach so, okay. Na, guck mal, die laufen dahin. Oh, das haben wir gut gemacht. So, 2, 4, 5. Fahre zum Hof. Okay. Klappe zu, angehoben. Jawohl. Müssen wir uns merken. Ja, mu, ihr kommt alle mit. Ja. Da hier die Einfahrt ist und da die Ausfahrt. Wollte er nicht letztes Mal durchs Wasser? War da nicht irgendwas? Man kann doch mal überlegen. Irgendwas war da, ne? Der wollte, glaube ich, durchs Wasser. Irgendwie immer auf der anderen Seite.
Ja, zum Glück haben wir nicht allzu weit. Dann geht das ja. Können wir noch ein bisschen die Fahrt genießen. Die schönen Bäume. Ja, die sehen aber wirklich schön aus, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Haben die toll gemacht, also. Aber das ist das Problem. Gerade diese Detailverliebtheit. Nicht, dass das am Ende dann, ja, für viele nicht mehr spielbar ist, sagen wir mal so. Wisst ihr, was ich meine? Dass es dann einfach zu viel ist. Zu viel des Guten. Obwohl, ich habe heute habe ich wieder gelesen. Hier könnt ihr ja bei Steam gucken. Die wollen komplett auf irgendeine andere Engine, was die jetzt schon teilweise sind. Und guck mal, da ist einmal unser Dings durchgefahren, wo ich den umgedreht habe durch das Feld, das ist immer noch. Irgendwie hier. Da hatte ich den mich einfach nur umgedreht, das ist nämlich hier durch das Feld gefahren. Die Spuren sieht man immer noch. Das ist schon eine Menge. Aber so von. Oh Gott, ist der krumm. Meine Baum da, wie krumm der ist. Yes. Also die sind alle so krumm ein bisschen. Ja, da ist unser halb abgeerntetes Feld. Ha, wunderbar. So, fahre zum Hof. Die Schaufel werden wir gleich erstmal ablegen. Ja, der wird hier stehen bleiben. Fahre zur Weide. Ich weide dann. Die Weide war hier hinten, ne? Da. Entlade. Oha, komme ich da überhaupt mit dem Ding hin? War besser als ich gedacht habe. Halt! So, entladen. Wo ist westlicher Eingang? Tor geht zu. Da, gefangen. Wo ist der westliche Eingang? Ah, der andere ist der westliche Eingang. Ja. Ah, können wir so rumfahren, ist egal. Ist jetzt auch wurscht. Oder? Ja. Komme ich damit überhaupt rein? Ja, komm ich. So, und F1. Wechsel zu deinem Bestand. Okay. Sortiere die Liste nach Gewicht. Name.
Gewicht. Absteigen. Verladen. Verlege 6 Bullen in den Bahntransfer. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt? Lade die Bullen in den Bertimax. Wie geht das denn? Entladen, beladen, Start. Macht ihr nicht alle 6? Da war noch ein Fehler drin, ne? Nö. August Cosimo, ne? Heinz Jürgen. Bestand. Verladen. Danny, verladen. Dennis, verladen. Nö, das waren doch die anderen, die ich geholt habe, oder? Friedmann, Halil, Hans Friedrich. Ach, Gewicht. So. Halil. Verladen. Marco. Verladen. Danny. Verladen. Nico. Verladen. So. Und wenn ich das jetzt wieder zumache. Beladen, Start. Drei. Es waren jetzt 3. Keine Ahnung. Silvio? Verladen. Aha. Friedmann ist mein Pöste. Verladen. 3. So. Start. Der lädt die nicht ein. Das ist doch. Immer hier rausfahren. So kannst du ja nicht arbeiten. Das geht ja gar nicht. Das ist ja total Blödsinn hier. Fahren wir jetzt rückwärts ran. Ist doch wieder.
Wieder viel zu kompliziert gedacht. Ist doch doof. So, jetzt haben wir auch. Bleib mal stehen, Trecker aus. So. Er macht nur drei. Er macht nur drei. Wieso macht er nur die drei? Na, nochmal gucken hier. Bestand. Gewicht. So. Er ist auf dem Bertimax-Trailer. Er ist auf dem Trailer und Bahntransfer out. So. Nico, der ist in out. Der ist auf dem Trailer. Orhan. Verladen. Hans-Georg. Verladen. Okay. Also schauen wir noch mal. Alles so umständlich hier. Einer fehlt mir noch. Einer fehlt noch. Das hat jetzt schon mal geklappt. Gewicht. So. Der ist auf dem Trailer. Der ist auf dem Trailer. Der ist Bahntransfer out. Nico ist auf dem Trailer. Orhan ist auf dem Trailer. Hans-Georg ist auf dem Trailer. So. Den tun wir jetzt noch darüber. Warum der den einen nicht genommen hat, weiß ich nicht. Jetzt schauen wir nochmal, ob der den verlädt. Nein. Nö, der verlädt er nicht. Warum verlädt er denn nicht? Was soll der Quatsch schon wieder? Silvio. Verstehe ich nicht. Bahntransfer out. Bahntransfer out. Bahntransfer out. Bahntransfer out.
Ja. Mir ist scheißegal, ich klicke jetzt alle an. Irgendeiner muss doch da jetzt reingehen, das ist doch doof. Aha, na Gott sei Dank. Keine Ahnung, wenn ich da jetzt verladen habe. Ist mir auch wurscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, hier ist eine doofe Stelle, ne? Fahr zurück. So. Ich schmeiß jetzt einfach hier hin. So. Wir fahren zum Händler. Oh, die armen Tiere. Ich fahr mal selber, hä? Ah, doch. Warum muss das immer so weit sein? Wahrscheinlich, weil es nicht näher ist.
erzähle das so langsam. So, jetzt schauen wir auch in die richtige Richtung rein. Okay, da müssen wir hin. Weiter. Achso. Jetzt werden sie verschabbelt. Fahrt zur Parkposition. Na gut, dann fahren wir zur Parkposition. Fahren einfach überall drüber. Ist doch egal. Nicht weil es schön ist, einfach nur weil wir es können. Machen die auch da so Dinger hin? Fahre in das Dorf. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das ist. Was soll man im Dorf? Verstehe ich jetzt nicht. Grundschule. Oh, wie schön. Was jetzt? Du tickst doch wohl nicht sauber. Bleib stehen. Warum rupen? So. Hey, ich habe gerade einen Anruf vom Vierhändler. Er hat gerade Premium-Ware erhalten. Ab morgen können wir wieder die weltbeste Bratwurst anbieten. Vielen Dank. Es gibt Speise. Es gibt eine Speise aus Haus. Leider haben wir heute nur noch Fettreste von gestern. Ach ja, vom Masterbrain-Team soll ich dir auch noch ausrichten, dass sie sich sehr freuen, dass du die erste Mission in der Early Access abgeschlossen hast. Sie wünschen dir außerdem viel Spaß im freien Spiel. Was auch immer sie damit meinen. Sie haben auch irgendwas von, da kommt noch einiges. Und das ist erst der Anfang geredet. Aber leider kann man den Rest da unten nicht lesen. Schade. Ja. Ja, lustig. Ist schon cool. So. Oh ja. Wo soll ich jetzt wieder einsteigen? Was soll denn der Quatsch?
Juhu! Glückwunsch! Abgeschlossen. Nicht jetzt. Ich würde sagen, wir stehen hier so dumm rum. Na, lass uns mal zum Hof fahren, ne? Das machen wir noch eben. Moment, muss ich mal eben den ausmachen? Dann kann ich nämlich. Nein. Ach, Kinders. Hello, Hofo. Dahin möchte ich. So, auf geht's. Ab nach Hause. Hip, hip, weg hier. Auf den Weg, der Geistesfahrer, Trägerfahrer kommt. Der Geisteskranke. Aua. Ach so, den muss ich wieder hier einschalten. Damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, und hier ist die Stelle, wo der von alleine umdreht. Immer. Ich hoffe, dass wir bei der Aufgabe dann, wenn wir das ernten müssen. Dass wir bei der Aufgabe nicht straucheln. Weil der Abfahrer da immer umdreht. Quasi der Wegfahrer, der Abwegfahrer. Gut, also ihr müsst jetzt nicht mal weiter zuschauen. Ich fahre jetzt noch zurück. Ich sag schon mal danke fürs Begleiten bis hierhin. Und jo, wir sehen uns bestimmt. Zumindest den einen oder anderen. Also bis dahin macht's gut. Haut drin. Lasst euch nicht zu langweilig werden. Ja? Weil morgen kommt die nächste Folge. Bis dahin macht einfach was anderes. Achso, die Maus ist da oben. Sind wir hier schon lang gefahren? Kommt mir so unbekannt vor. Wahrscheinlich schon. Hab's bloß wieder verpennt. Vergessen. Ach klar, sind wir hier schon lang gefahren. Hier rechts geht es nicht nach Feld 3, nach dem anderen Feld. Oder doch, nach Feld 3. Nö. Dann nicht. Ja, freies Spiel. Freies Spiel bedeutet Mais sehen, Mais ernten, Mais sehen, Mais ernten, Mais sehen, Mais ernten. Im Moment ist es leider noch nicht mehr. Nur den Trecker stellen wir jetzt mal einfach hier irgendwo hin. Bremse, aussteigen. Jawohl. So, danke fürs Zufahren. Speichern. Tschüss.